Oliver Pocher, Affäre, ja oder nein? Zwischen mir und Cora. Hatten Oliver Pocher und Cora Schumacher eine Affäre, oder nicht? Jetzt erzählt der Comedian seine Version von der Geschichte. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Im Dschungelcamp plauderte Cora Schumacher, 47, ungeniert aus, dass sie mit niemand Geringeren als Oliver Pocher, 46, im Bett war. Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat halt gefragt, ob er vorbeikommen kann und ja klar, ich habe ihm natürlich gerne auch die Tür geöffnet, weil ich ihn mag, so die ehemalige Rennfahrerin. Ich bin so ein bisschen verknallt. Doch er will von einer angeblichen Affäre nichts wissen. Oliver Pocher dementiert die Affärengerüchte mit Cora Schumacher. Zwischen mir und Cora gibt es nicht ein einziges Foto oder irgendeine Geschichte oder irgendetwas anderes. Es gibt einfach eine Person, die etwas erzählt, was in ihrer Wahrnehmung so stattgefunden haben soll, und das war's, stellt Oliver in der neuen Folge seines Podcasts Die Pochers. Frisch recycelt klar. Die Öffentlichkeit habe nur Cora geglaubt. Und das hat mich einfach genervt. Immer wieder machte sich der Komiker öffentlich über die Ex von Ralf Schumacher, 48, lustig. Zu viel für Cora. Kurz nach ihrem Dschungelcamp-Auszug stellte sie klar, dass das Kapitel Pocher abgeschlossen ist. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Wer hat was davon? Schimpfte Cora im Interview mit Sender RTL. Wenn man mal zurückblickt, definiert er sich immer über seine Beziehungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei ihm nicht so richtig klappen mag mit Frauen. Autsch. Wer auch immer in der ganzen Geschichte die Wahrheit sagt, eines ist jetzt schon klar, Freunde werden die beiden in diesem Leben wohl nicht mehr.